Hey, hey, Dennis Kober hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin Information Nummer 273, heute am 5. Januar 2018. Es geht um das Ende von Bitcoin 2022. Naja, darum geht's. Es geht um Bitcoin Mining, eine Regulierung der Stromzufuhr für die Miner in China. Und es geht um Mark Zuckerberg, Facebook und Kryptowährungen. Aber wir beginnen mit dem Preis aktuell $15.006. Ja, gestern waren wir nochmal bei 14.200, jetzt sind wir wieder bei über 15.000. Ja, die 15.000 ist so ein Preis, die der Bitcoin anscheinend mag, die Seitwärtsbewegung. Mich stört's nicht, ich finde, das ist ein ganz gutes Niveau, denn die Altcoins, ja, die preschen gerade nach vorne. Und wenn der Bitcoin erstmal hier ein bisschen rumdümpeln will, bevor er wieder nach oben geht, hey, kein Problem. Aber kommen wir mal zum ersten Thema. Ja, müssen eine Schweigeminute einlegen, denn das Bitcoin-Ende könnte schon 2022 kommen. So sagt es der Deutschlandfunk zumindest und der Autor Kaspar Domen. Und ja, wir alle wissen, was mit Bitcoin passiert ist. Letztes Jahr von 1.000 auf über 20.000, jetzt aktuell bei 15. Man kann ihn an der Börse handeln. Und er sagt, ja, und der Bitcoin wird immer wieder von Kriminellen verwendet. Ja, die lieben Autoren. Ja, und jetzt wird schon über das mögliche Ende diskutiert. Ja, am Anfang schreibt er, war der Bitcoin etwas für Nerds, die Gefallen an einem Zahlungsmittel fanden, bei dessen Herstellung und die Verbreitung die Zentralbanken nichts mitzureden haben, anders als beim Euro. Doch die Idee für das neue Geld tauchte auf dem Höhepunkt der Finanzkrise auf. Ja, 2008 wurde es entwickelt, 2009 wurde der Genesis-Block gemeint, übrigens, ich glaube vor 2 Tagen war es, und 9 Jahren, also Bitcoin ist jetzt 9 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch schon mal, Happy Birthday Bitcoin, ja, nachträglich. Und am Anfang war es ja so, dass die Rechenleistung für das Mining sehr, sehr niedrig war, das heißt, jeder konnte mit seinem Computer im Endeffekt die Software und die Blockchain runterladen, mitrechnen und Bitcoin Mining betreiben. Später musste man ja auf ein bisschen leistungsfähigere Computer umstellen, die Grafikkarten wurden dafür dann verwendet und ja, kurze Zeit später wurden schon spezielle Chips, die ASIC-Chips, produziert, die nur einen einzigen Zweck haben und nichts anderes können. Ja, diese Maschinen können nur minen von Bitcoin. Ja, alles andere können sie nicht, also eine hochspezialisierte Branche mittlerweile und das Geschäft ist groß, Mining-Geschäft ist groß, ja, und er schreibt hier, die Neugierde weckt der Bitcoin jedoch zunehmend weniger bei Menschen, die alternativ zahlen wollen, sondern bei Spekulanten, ja. Ja, kann man auch sagen, klar, Spekulation ist ein Teil, ganz klar. Und weiter geht's hier mit dem Bundesbankvorstand Karl-Ludwig Thiele sagt, ja, dass der Bitcoin letztendlich aus seiner Sicht einfach riskant ist als Wertaufbewahrung. Ja, und er ist ein Spekulationsobjekt und er kann es halt nicht empfehlen. Das, was die Banker halt sagen, ja, quer durch die Bank weg, warnen die Zentralbanker vor dem Bitcoin. China, kennen wir ja die Verbote, ICO-Verbot und so weiter und so fort, Exchange-Verbot, ja. Aber der Bitcoin ist auch an den Börsen. Also die Länder sind da sehr, sehr unterschiedlich, was das angeht, ja. Aber hier, er schreibt auf jeden Fall, der Charme ist wirklich für die meisten, dass die Menge der Digitalwährung der Bitcoins auf 21 Millionen begrenzt ist. Ja, ungefähr sagt man, im Jahre 2100 werden theoretisch alle 21 Millionen gefunden werden. Natürlich wird nie das letzte Stück davon gefunden, ne? Aber der wirkliche Kernpunkt dieses Artikels sind die Energiekosten. Energiekosten könnten zu hoch werden, denn nach Ansicht der Experten könnte der Punkt des Endes schon viel früher kommen. Nicht, weil eine Blase platzt, sondern weil die Energiekosten zu hoch werden. Und aufgrund der ständig steigenden Anforderungen an die Rechenleistung braucht man für die Herstellung von Bitcoins immer mehr Energie. Ja, schon heute stehen die meisten Server davon halt deswegen da, wo der Strom günstig ist, sei es Island, China, Alaska oder sonst wo. Ja. Und laut einer Studie der Citigroup, ist Citigroup nicht eine Bank? Ja, okay. Wird der Bitcoin spätestens im Jahr 2022 zusammenbrechen. Warum? Ja, denn der Bitcoin müsste 2020 zwischen $300.000 und $1.5 Millionen kosten, um die Stromkosten zu decken. So, liebe Bank, ja, wenn der Bitcoin also nicht $300.000 kostet, dann bricht er zusammen, ja, so sagt ihr das. Also wahrscheinlich ist es, dass der Bitcoin dann 300.000 bis $1.5 Millionen kostet, oder? So würde ich das sehen, ja. Auf jeden Fall sagt er weiter, ja, technologisch gehört der Bitcoin zum alten Eisen, die Transaktionen dauern 10 Minuten, kosten viel Geld, $20 in Anführungsstrichen, ist sehr viel, ist sehr nervig, ja. Aber
Sie glauben halt, dass der Bitcoin hier ja es nicht schaffen kann, es nur die Blockchain wirklich überlebt und so weiter und so fort. Aber dieses Thema Stromkosten, ja, das wird jetzt immer wieder als ein Argument angeführt, um den Bitcoin einfach zu schwächen. Immer wieder hört man das, oh, der verbraucht zu viel, blablabla. Andreas Antonopoulos, einer der Bitcoin Evangelists hier oder der Bitcoin Evangelist, ja, er hat gesagt, dass Bitcoin Innovation, so eine massive Innovation hervorrufen wird, was alternative Energien angeht, was andere Nutzungsformen angeht, ja, dass das niemals ein Problem sein wird mit dem Strom. Und wenn es vielleicht doch ein Problem sein sollte, ja, klar, dann steigt der Bitcoin-Preis. Der Bitcoin-Preis, ja, sie sagen, bis 2022 müsste 300.000 Dollar kosten. John McAfee sagt ja, 2020 wird das schon 1 Million kosten. Also wird sich das mit den Stromkosten auch wieder ausgehen. Also ich glaube, das ist einfach nur wieder ein, ja, ein Grund, eine vorgeschobene Sache, um den Bitcoin irgendwie schlecht zu reden. Die Innovation in dieser Branche, die ist so massiv und die ist so schnell und so gut, meiner Meinung nach, ja, dass auch das ja nicht zu einem Problem führen wird, glaube ich, in den nächsten Jahren, ja, und dass wir da wirklich ja diese Stromkosten-Energiefresser-Argumente natürlich erstmal ignorieren können. Natürlich macht dieser hohe Stromverbrauch den Bitcoin auch sicher als System, als Netzwerk. Aber natürlich gibt es auch die Leute, die sagen, ja, massiver Stromverbrauch ist nicht gut für die Umwelt und so weiter. Aber da glaube ich halt, dass wir früher oder später wirklich innovative Ideen hervorbringen werden. Und ich glaube, der Bitcoin und Kryptowährung, aber speziell der Bitcoin, wird der Katalysator sein für die innovativsten Ideen, was Stromgewinnung, alternative und grüne Energie angeht. Ja, weil es einfach ja perfekt zum Bitcoin-Mining passt. Ja, kommen wir nochmal zum Thema Strom jetzt in China, denn die chinesische Zentralbank, die People's Bank of China, ja, wie kann die sich überhaupt so nennen? Die People's Bank of China, als ob die Bank irgendetwas entscheiden würde, was dem Volk, was gut fürs Volk wäre. Ja, aber das ist eine andere Sache, ja. Sie hat sich aber zum Ziel gesetzt, den Energieverbrauch durch das Minen von Kryptowährungen stärker zu überwachen und zu regulieren, ja, um vor allem die Nachfrage nach Elektrizität wieder zu senken, ja. China ist einer der größten Quellen für Mining Power, ja, und das ist ein riesengroßer Markt dort. Fakt ist auf jeden Fall, der Energieverbrauch in China ist natürlich auch sehr hoch, ja, dementsprechend. Und die chinesische Zentralbank möchte genau dort ansetzen. Und wie von internationalen Medien berichtet, plant die People's Bank of China eine Regulierung des Energieverbrauchs, ja, der speziell für das Minen von Kryptowährungen aufgewendet wird. Ja, als möglichen Effekt erhoffen sich die Offiziellen anscheinend eine Reduktion des Mining-Ertrags und damit ein Einbrechen des chinesischen Mining-Marktes. Ja, das ist deren Intention. Ich glaube kaum, dass das wirklich durchführbar ist. Ja, denn die People's Bank of China kann zwar als Notenbank, ja, die ist ja eigentlich für die Geldwertstabilität, haha, dass ich nicht lache, zuständig, ja. Aber sie kann nicht direkt in die Energieversorgung der Bevölkerung eingreifen. Aber sie hat natürlich ein paar andere Hebel. So kann die Zentralbank Regionalregierungen anweisen, die Energieversorgung der dortigen Bevölkerung zu kontrollieren und bei Bedarf zu limitieren, um die Nutzung von Energie und Rechenleistung zu verhindern. Ja, das kann die Regierung andenken, probiert sie zu machen, ja. Und sie will einfach wieder, ja, anscheinend einen weiteren Weg finden oder probieren, den Bitcoin irgendwie einzudämmen, ja. Und ich glaube, das wird total nach hinten losgehen, weil wenn das so ist, dann werden sich andere Möglichkeiten wieder ergeben, andere Chancen oder andere Ideen, ja, wie man das umgehen kann. Wir haben es gesehen mit dem ICO-Verbot, ja, Bitcoin-Preis ist eingebrochen, zack, wieder gestiegen. Dann war der Exchange-Verbot, ja, dann gehen sie halt alle nach Japan, Südkorea und Hongkong. Und ja, jetzt wollen sie es probieren mit der dritten Möglichkeit, die Drosselung der Energieversorgung. Und auch da denke ich, wird es Wege drumherum geben, ja, wenn das wirklich wahr ist, was hier in diesem Artikel steht. Ja, die Chinesen probieren alles in ihrer Macht Stehende, um irgendwie eine Kontrolle darüber zu kriegen. Aber Fakt ist, man kann es nicht kontrollieren. Und wenn es in China verboten wäre, wäre es auch überhaupt kein Problem für den Bitcoin, ja, langfristig, weil es halt, ja, woanders einfach weitergeht. Heiter weiter in den Jurisdiktionen, wo das Ganze ganz easy angenommen wird. Kommen wir zum Thema Facebook, Mark Zuckerberg und Kryptowährungen. Ja, Zuckerberg, einer der reichsten Menschen der Welt, der CEO von Facebook. Er guckt einmal im Jahr zurück auf die Major Events, auf das Jahr, guckt nach vorne, was liegt jetzt vor uns, was können wir besser machen und so weiter und so fort. Und er hat dieses Jahr eine ganz spezielle Ansprache gemacht, auf Facebook auch geschrieben, ja, dass er letztendlich ja ein bisschen mal in diesem Bereich Kryptowährungen und Zentralisierung gegen Dezentralisierung reingehen und sich reinarbeiten möchte, ja. Und
Er glaubt, das ist wirklich eine der größten Hürden, diese Zentralisierung gegen die Dezentralisierung, die die Firmen gerade gegenüberstehen, ja. Und das ist etwas, ja, was er angehen möchte, ja. Er sagt, ja, damals 2009 hat er angefangen, letztendlich, ja, sich immer, also einmal so einen Jahresrückblick zu machen. Und sagt, damals 2009 war ein sehr, sehr ernstes Jahr. Und aus diesem Grund habe ich damals beschlossen, jeden Tag eine Krawatte zu tragen, um mich halt dieser Ernsthaftigkeit wieder zu erinnern. Denn damals, ja, hatte Facebook noch keine Gewinne eingefahren. Ja, also ich kann mich noch gut an die Diskussion auch im Fernsehen und überall erinnern, in den Medien, wo es hieß, ja, wie soll denn Facebook jemals Geld verdienen? Das geht doch alles nicht, bla 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 bla. Ja, und er hat halt letztendlich es geschafft. Wir sehen, was Facebook heute wert ist. Ja, mittlerweile über 2 Milliarden registrierte Member. Unglaublich, ja. Unglaublich, ja, ist die drittstärkste Webseite weltweit, also in den USA auf jeden Fall, oder weltweit sogar, ne, ja, hinter Google und YouTube, ja, also ziemlich, ziemlich fett. Und er sagt einfach her, ja, dass er in diesen Bereich reingucken will, denn er glaubt, dass viele Menschen Technologie benutzen, um halt ja, mehr Power wieder zu haben und weg von dieser zentralisierten Kraft zu gehen, die einem etwas vorschreibt. Und da steht Facebook ja auch stark in der Kritik, gerade in Deutschland. Ja, in Deutschland muss man ja aufpassen, was man auf Facebook schreibt. Wir haben ja keine Meinungsfreiheit mehr in Deutschland, weil wenn du auf Facebook irgendetwas schreibst, was dieser Facebook-Aufsichtsbehörde oder was auch immer das ist, ja, nicht passt, Hate Speech oder irgendetwas anderes, ja, dann wirst du gelöscht, wird das gelöscht und so weiter. Das sind hunderte Mitarbeiter, die geschult werden und nach irgendwelchen Sachen auf Facebook suchen, ja, weil der deutsche Staat das so verordnet hat, wie es in anderen Ländern mit der Zensur aussieht und der Meinungsfreiheit, keine Ahnung, aber in Deutschland auf Facebook darfst du nicht mehr sagen, ja, und nicht mehr alles sagen, sondern nur noch das, was den Leuten wirklich passt. Und er glaubt halt auch, Zuckerberg, dass, ja, viele Leute ein bisschen das Vertrauen verloren haben, ja, dass man wirklich ein freies Internet hat, ein freies Medium nutzen kann, weil halt die Staaten mittlerweile, ja, Technologie nutzen, um ihre Bürger zu überwachen. Wir alle wissen es ja in Deutschland, der Staat darf den Staatstrojaner bei dir installieren, falls du ein böser Mensch bist, ja, oder vielleicht, weil sie vielleicht nur den Verdacht haben, dass du böse sein könntest. Ja, Bankengeheimnis ist auch alles weg, also der gläserne Bürger und die Technologie erleichtert es dem Staat letztendlich, die Leute zu kontrollieren. Und er sagt halt einfach, er möchte diesen Trend ein bisschen ja, entgegenwirken durch Encryption und Cryptocurrencies, ja, was die Power, die Macht von zentralisierten Systemen wieder wegnimmt und es zurück in die Hände der Menschen legt. Ja. Bitcoin und Co. Kryptowährungen sind genau das. Es nimmt die Macht weg von den Zentralbanken, von den Banken und bringt die Macht wieder zurück zu den Menschen, weil wir brauchen keine Banken mehr, keine Mittelsmänner mehr. Und das ist die Power von Kryptowährungen. Und ja, er sagte, ich möchte tiefer in dieses Feld einsteigen. Ich möchte das Positive und natürlich auch das Negative dieser Technologie und dieser Zentralisierung, Dezentralisierung vor allem, ja, weiter studieren, um halt zu gucken, wie wir das bei Facebook am besten in unsere Dienstleistungen mit aufnehmen können. Es ist schwierig, da rauszulesen, was er genau meint. Ja? Stell dir vor, so eine Plattform wie Facebook mit 2 Milliarden Menschen würde ihre eigene dezentrale Open Source Blockchain Kryptowährung erstellen. Ja, das wäre ein dramatisches Event, ja, wenn 2 Milliarden Menschen auf einmal diese Möglichkeit hätten, ja. Und das ist halt etwas, ja, was jetzt wirklich sehr, sehr spannend wird dieses Jahr, wie Mark Zuckerberg das Ganze sehen wird. Vor allem, weil mit Facebook hat er einen unglaublich großen Einfluss, ja. Und gab ja immer schon wieder Gerüchte, dass mal Facebook irgendwie ein Ökosystem für eine eigene Kryptowährung macht und so weiter und so fort. Natürlich wurde keiner dieser Gerüchte irgendwie jemals formal bestätigt, aber ich glaube, wenn Facebook wirklich eine eigene Kryptowährung erstellen sollte, wirklich ein Open Source Projekt macht, ja, und eine wirklich dezentrale Währung hier bringen könnte, dass das wirklich die Welt nochmal schlagartig, zack, so verändern könnte. Wer weiß, was Mark Zuckerberg vorhat, ja? Ich bin mega, mega gespannt, was Facebook in den nächsten Monaten und Jahren hier noch bringt, weil Facebook ist einfach, es ist das größte Medium weltweit mit über 2 Milliarden Menschen, die wirklich per Knopfdruck erreicht werden können. Also Leute, haltet mal die Augen offen, was dort abgeht. Gucken wir mal auf CoinMarketCap, Marktkapitalisierung 768 Milliarden, das Trading-Volumen 66 Milliarden und Bitcoin-Dominanz bei 33,3%. Ja, wenn wir auf die Top 10 gucken, Ripple ist 10% im Minus bei 3,36 $. Ethereum hat die 1000 Dollar geknackt. Glückwunsch an Ethereum, ja.
Nicht schlecht, 1059 Dollar. Bitcoin Cash steht bei 2300. Cardano 10% im Minus, 1,11 Dollar, aber auf Platz 5 nicht schlecht. NEM 1,71 Dollar. Tron, Leute, Tron steht auf Platz 7 mit 22 Cent und einer Marktkapitalisierung von 14 Milliarden. Unglaublich, 44% plus zu gestern. Unglaublich, was hier gerade abgeht im Markt, ja. Wenn wir die Top-Gewinner uns angucken, das ist einmal Dent mit 129% Kurs plus, Nexus mit 128% Kurs plus und Storm mit 126% Kurs plus an einem Tag, ja. Willkommen Kryptowährungen, willkommen in der Kryptowelt. Die Top-Verlierer ist Enigma und BitBay mit 15 und 12% Minus, ja. Es geht wieder hoch und runter. Also diejenigen, die hier ein bisschen in Altcoins investiert sind, ich glaube, die freuen sich gerade extrem, was dort abgeht. Und ja, zum Schluss werden wir jetzt noch den Gewinner ziehen hier von gestern. Es werden ja jetzt wieder 10 Bitcents hier verlost. Ich werde jetzt einfach mal wieder auf den Bildschirm wechseln und ja, dann ziehen wir einfach den Gewinner, der bei der gestrigen Challenge auf Steemit mit kommentiert hat mit dem Hashtag von Dr. Julian Hosp CryptoFit. Ja, und dazu gehen wir einfach mal auf meinen Screen. Und ich gehe auf den Steam Comment Picker. Wir sehen es jetzt hier. Habe hier den Artikel von gestern. Klicke auf Pick Random Winner und der Gewinner ist Simon Sti, ja, mit seinem Kommentar. Vielen Dank für deine Videos. Ich freue mich tatsächlich am Sonntag schon auf den Montag, um ein neues Video von dir zu sehen. CryptoFit. Ja, Simon Sti auf Facebook, herzlichen Glückwunsch. Ja, schick mir eine E-Mail an info@denniskorei.de mit deiner Adresse. Dann schicke ich dir diese 10 Bitcent zu. Vielen Dank für deinen Kommentar. Vielen Dank, dass du dich schon am Sonntag darauf freust, auf meine Videos. Ich freue mich mega, mega mäßig, ja, diese Videos jeden Tag machen zu können und so viele Leute damit zu erreichen, denn je mehr Menschen wir in der Kryptoszene sind, desto besser. Also, was ist zu tun, wenn du noch nicht bei Steemit bist? Melde dich bei Steemit an. Wenn du meine Videos dort kommentierst und ich dir ein Like gebe, kannst du Geld verdienen und zwar Kryptowährung Steem, ja, sehr, sehr spannend. Eines der geilsten Projekte meiner Meinung nach im Kryptomarkt, ja, wie man ganz leicht mit dem Erstellen von Content wirklich, ja, Kryptowährungen verdienen kann. Also, damit bin ich raus. Was ist zu tun, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da, lass mir einen Thumbs up da, teile dieses Video mit den Menschen, die sich auch für das Thema Bitcoin und Kryptowährung interessieren oder interessieren sollten und hilf diese Woche dabei, zwei Menschen noch in die Kryptoszene zu bringen, hilf ihnen dabei, ein Wallet einzurichten und ja, Teil an dieser genialen Bewegung zu sein. Also, das war's von mir, ich bin raus, sag wie immer, macht gut, schwenkt den Hut, let's fight the forces of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam!